Ein Speicher für Innovationen. Der soll an diesem Bauplatz entstehen. Ein Speicher, auch Silo genannt, ist zwar schon vorhanden, aber das dazugehörige Bauprojekt, ein Klimaaktiv-Passivbürohaus, entsteht gerade. Darum lädt Silo Leasing Offices nun zum Baustellenfest mit offizieller Grundsteinlegung. Ein Grundstein für ein einzigartiges Projekt. Ich finde es einzigartig, dass es hier eine Garantie der Betriebskosten gibt, auf einem sehr niedrigen Niveau, auf 10 Jahre, das macht sonst niemand. Und das ist sicher etwas, was für die Mieter sehr attraktiv ist. Es ist das erste Passiv-Bürohaus und ich glaube, dass das etwas ist, was von den Mietern sehr gut angenommen werden wird. Das hat unten ein kleines Restaurant. Es hat die beste öffentliche Verkehrsverbindung. Wir sind 100 Meter von der U-Bahn. Station. Ein guter Wohlfühlfaktor. Es ist an alles gedacht und sie werden sich einfach wohlfühlen und somit auch effektiv arbeiten. Super Bauvorhaben, qualitativ hochwertige Produkte von oben bis unten. Projektbeschreibung klingt spannend, klingt innovativ, klingt zukunftsweisend und ich denke mir, es werden die künftigen Nutzer, Büronutzer, absolut zufrieden sein mit der Qualität, die hier geboten wird. Es ist sicherlich eine Aufwertung für den Standort. Und sicherlich auch ein Prestigeprojekt für das ganze Gebiet hier. Die Firma Kone baut die Aufzüge für das Gebäude und zieht auch gleich selbst ein. Den Silo, gleichzeitig Namensgeber für das Projekt, werden sie als Testschacht für Aufzüge zweckentfremden. Durch diesen Silo da drüben haben wir die Möglichkeit einer Verwertung, nämlich wir wollen hier einen Testschacht machen, einen Testschacht für Aufzüge, den wir brauchen, um neue Aufzüge zu testen, aber auch um Trainings zu machen für die Ausbildung, um Trainings zu machen für Lehrlinge, aber auch für Leute, wenn neue Steuerungen, neue Technik kommt, die man hier einfach ausprobieren möchte. Das gesamte Bürogebäude wird mit neuester Technik ausgestattet und steht vor allem unter einem Motto: Energieeffizienz. Wir sind alle angewiesen, nicht nur am Heute oder am Morgen zu denken, sondern auch an übermorgen, auch an nächstes Jahr. Mit diesem Projekt schaffen wir wirklich ein energieschonender Projekt und das ist dann nachhaltiger für uns alle. Nicht nur für die Nutzer, sondern für das allgemeine Umfeld, weil wenn wir nur ein Viertel der Energie brauchen, ja, wird nur ein Viertel der Energie produziert. Energieeffizienz, neueste Technik und neue Räumlichkeiten sind oft ein Motivationsschub für Mitarbeiter. Natürlich, wenn man in ein neues Gebäude einzieht, 2015, soll das zu einem Motivationsschub in den Mitarbeitern führen. Ich rechne sogar weniger Krankenstände, weil einfach neue Technik hier ist. Tut den Mitarbeitern gut, tut den Unternehmen gut. Und ich glaube, alles in allem, es gehört einfach, dass eine Firma auch zu ihrem Produkt das passende Gebäude hat. Der Grundstein für das passende Gebäude ist nun jedenfalls gelegt. Mit 2015 können die Firmen einziehen und an ihren Innovationen arbeiten.